Hunderte Migranten haben am Wochenende Italien über die gefährliche Mittelmeerroute erreicht. Am Montag kam ein Schiff der Küstenwache mit etwa 200 Migranten im Hafen von Catania an. Sie gehören zu einer Gruppe von 600 Migranten, die am Wochenende von der italienischen Küstenwache aus Seenot gerettet worden war. Mit den jüngsten Ankünften steigt die Zahl der Migranten, die im Jahr 2023 auf dem Seeweg nach Italien gekommen sind, auf fast 33.000, verglichen mit 8.432 zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.